Willkommen in der Technik-Video-Welt. Ihr habt die neue Apple Watch 6 und wollt sie einrichten. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr euch die Apple Watch 6 als komplett neue Apple Watch einrichten könnt. Also ohne Datenübernahme von einer alten Apple Watch. Wie ihr die Apple Watch konfigurieren und komplett für euch einrichten könnt, das sehen wir jetzt in diesem Video. Bis gleich. Willkommen in der Technik-Video-Welt. Ich bin Alpa und heute richten wir zusammen die Apple Watch 6 ein. Das, was ihr dafür braucht, ist einmal die Apple Watch 6 und euer iPhone, womit ihr die Apple Watch 6 koppeln möchtet. Wir holen jetzt erst einmal die Apple Watch 6 einmal raus und schalten sie einmal hier über den Seitenknopf ein, damit sie einmal bootet. So, in der Zwischenzeit können wir dann schon einmal euer iPhone einfach mal daneben legen, Bluetooth einschalten. Und wir gehen dann mal hier in die Watch rein und gehen dann hier oben auf alle Apple Watches. Ihr seht, ich habe ja schon meine Apple Watch, die sieht man auch hier, das ist die Apple Watch von Alpa. Und ich möchte jetzt einfach eine neue Apple Watch hinzufügen. Und das ist insofern ganz cool, also das heißt, man soll jetzt hier die Apple, hier steht auch schon drauf, halte die Apple Watch in der Nähe deines iPhones. Aber wir machen das jetzt einfach wirklich so bei diesem Standardschritt, ich sage jetzt hier für mich selber konfigurieren. Und jetzt steht hier Apple Watch anlegen und vor die Kamera halten. Und ihr seht, hier hat sich schon automatisch was verändert. Der hat nämlich automatisch erkannt, aha, hier in der Nähe befindet sich gerade eine Apple Watch. Und jetzt wollen die, dass ich das einmal einscanne. Und jetzt scanne ich das einmal ein. Ich halte es einfach einmal hier drauf. Und dann sollte eigentlich auch relativ fix, genau, deine Apple Watch ist gekoppelt. Ist das nicht cool? Und jetzt könnte ich sagen, aus Backup wiederherstellen oder als neue Apple Watch wiederherstellen. Wir fangen oder als neue Apple Watch konfigurieren. In diesem Video machen wir das jetzt erstmal als neue Apple Watch konfigurieren. Im nächsten Video zeige ich euch dann, was ihr machen müsst, wenn ihr die Apple Watch von einem alten iPhone oder von einer alten Apple Watch wiederherstellen wollt. Also wir sagen jetzt einfach mal als neue Apple Watch konfigurieren. Und dann fragt er, an welchem Handgelenk wird die Apple Watch getragen? Ich sage jetzt hier links. So. Und wir sehen auch schon, was ich auch total cool finde, beide zeigen das gleiche Bild. Und jetzt steht hier auch schon, deine Apple Watch wird verbunden. Ich suche mir in der Zwischenzeit ja vielleicht auch schon mal die Armbänder mal raus. Während er jetzt hier mal sich einfach mal koppelt. Und dann kann ich nämlich auch schon mal die einzelnen Bänder zeigen. Da ich aber nicht weiß, wie das hier aufgeht. Ah ja, hier, doch. So, was wir jetzt hier als nächstes sehen, sind erstmal die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wie immer alles durchlesen, einmal akzeptieren drücken. So, die Anmeldung bei deinem Account erfolgt. Dies kann einige Minuten dauern. Das hängt natürlich von eurer Internetgeschwindigkeit ab und natürlich auch von den Servern bei Apple. So, ich hole mir dann in der Zwischenzeit schon mal die Armbänder raus. Die lege ich mir mal hier hin und hier hin. Und genau, was Apple dann fragt, ist eben ähnlich, wie sie es eben auch beim iPhone machen. Wollen wir eine Watch-Analyse gestatten? Hier steht hier auch schon, deine Apple-ID wurde verwendet, um sich anzumelden. Das heißt, die haben sich automatisch schon, weil ja mein iPhone schon gerade freigegeben ist, entkoppelt ist, kann er sich auch direkt mit der Apple-ID anmelden. Da habe ich direkt einen Hinweis bekommen, Achtung, da gab es gerade einen Zugriff. Ist also alles in Ordnung. Will ich meine Daten mit Apple teilen? Ich sage mal, nee, will ich nicht. Will ich gar nicht machen. Die Apple Watch und das iPhone verwenden dieselben Einstellungen für Ortungsdienste im iPhone, suchen Sie sowie Analysen und Verbesserungen. Einige verwenden deine Ortungsdaten und so weiter. Ja, das ist alles in Ordnung. Ich sage also einmal okay. Und dann sagt er hier, ob ich die Schriftart ändern will. Und das ist insofern für die Leute praktisch, die eben vielleicht nicht so gut lesen können. Da kann man das etwas größer oder das kleiner machen. Man kann eben den Text auch fetter machen oder kleiner. Ich sage jetzt einmal fortfahren. Jetzt sagt er ein Apple Watch Code. Damit kann man natürlich zusätzlich, wenn eben die Apple Watch von dem Handgelenk einmal entfernt wird, dann fragt er nach einem Code. Und deswegen sage ich einmal Code erstellen und ich gebe jetzt hier 4 mal die 0 ein. Zack. Und er sagt, dieser Code ist leicht zu erraten. Ist mir egal. Ich sage nochmal 4 mal die 0. Also ihr wisst, wenn ihr mir die Apple Watch klaut, müsst ihr 4 mal die 0 eingeben. Blutsauerstoff. Mit der App kannst du den Sauerstoffgehalt deines Blutes überprüfen. Die App kann den Sauerstoffgehalt auch im Laufe des Tages prüfen. Ja, finde ich super. Apple Watch auf dem neuesten Stand halten, aktualisiert Apple Watch automatisch, ja, machen wir auch. Apple Pay, mache ich ein extra Video dazu.
Total cool. Viele Leute regen sich immer auf, dass man mit Face ID nicht mehr so gut bezahlen kann, weil man nämlich ja mit der Maske, dazu hat ja André ja schon ein Video gemacht, mit der Maske kann man ja nicht Face ID entsperren. Aber wenn ihr eine Apple Watch habt, ist das vollkommen egal, weil das läuft dann über euer Handgelenk. Und das zeige ich euch später, deswegen wollen wir es ja später in der Apple Watch konfigurieren, ist aber auf jeden Fall super cool. Dann steht hier genau Seitentaste gedrückt halten, wie Rettungsdienste anzurufen. Genau, also wenn man die gedrückt lässt, wie das funktioniert, zeige ich euch auch. Ziffernblätter, verfügbare Apps installieren, ist mir egal, wir sagen jetzt einfach mal alle installieren. Und was ich besonders cool finde, ist, dass hier direkt während das Ganze konfiguriert wird, man sich so Apple Watch Grundlagen anschauen kann. Also man kann jetzt hier auf Display drücken und es steht hier zum Auswählen tippen und zum Scrollen bewegen und streichen. Zum Ändern des Zifferblatts gedrückt halten. Also hier steht quasi so eine Kurzanleitung, womit man sich beschäftigen kann, während das Ganze läuft. Also hier Digital Crown, dann kann man hier auch mal, kann man halt sehen, was man denn alles so machen kann. Und immer wenn man so ein kleines Kapitel durchgegangen ist, dann kommt dahinter dann auch so ein Haken. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Ist das quasi so eine Live-Betriebsanleitung, während eben die Apple Watch verbunden wird. Und dann kann man sich quasi das ganze System schon mal so ein bisschen einfinden und durchlesen, weil eben dieser Prozess ein bisschen dauert. Ihr könnt quasi hier an diesem etwas helleren Punkt in dem Kreis sehen, wie lang dieser Fortschritt oder wie schnell dieser Fortschritt schon vonstatten gegangen ist. Ich lege jetzt mal das iPhone etwas zur Seite, so, also immer noch in der Nähe. Aber wir können ja in der Zwischenzeit jetzt schon auch schon mal hier die Bänder mal dran machen. Ich mache das jetzt hier mal ab, so. Und genau, die Bänder haben ja hier so einen speziellen Verschluss. Und wenn das hier einmal aufgeht, dann eigentlich nur nochmal draufdrücken. Okay, ich hoffe mal, das wird jetzt einfach so weiter funktionieren. Ja, genau, der geht einfach mal zwischendurch aus, wahrscheinlich um Batterie zu sparen. So, und wie macht man das? Man sieht das hier schon relativ gut. Hier ist eben eine Einbuchtung. Ich kann das quasi von hier oben nach unten einfach reinschieben. Und dann macht es einmal Klick und dann ist das hier fest drin. Also total cooles System. Und umgekehrt genauso. Ich mache es jetzt von hier nach da. Und es macht einmal Klick. Und schon habe ich mein Armband fertig. Also wie ich es haben möchte, will ich es so haben, wie ich es so haben. Ich mache es jetzt mal so. Und wenn ich sage, ich möchte das jetzt andersrum haben, dann kann ich die auch natürlich schnell wieder lösen. Ich drücke hier auf diesen Knopf. Hier. Drücke da einmal drauf. Und dann kann ich das eigentlich, guck ich mal, eigentlich relativ einfach, genau, relativ einfach wieder rausziehen. Ich sage das hier so und es klappt doch. Ja, es klappt. Juhu, sehr gut. Genau. Ja, das heißt, ich könnte jetzt quasi die Armbänder jetzt so rum anschließen oder so rum anschließen, je nachdem, wie ihr das wollt und wie ihr das eben auch sonst gewohnt seid. Das ist ja auch immer so eine Sache, wie trage ich eben meine Apple Watch? Will ich eben, dass die Schnalle eben so ist oder will ich, dass sie so ist? Das muss eben natürlich jeder für sich alleine wissen. Ich werde es jetzt einfach nochmal einmal so anschließen, damit wir sie auch dann direkt mal an das Handgelenk packen können. Aber wie ich sehe, dauert das auf jeden Fall noch ein bisschen. Also noch einmal hier einmal anschließen. So, und dann will ich auch mal sagen, dann lasse ich einfach mal hier die Apple Watch mal so liegen, bis das Ganze einmal durchgelaufen ist. So, deine Apple Watch ist bereit. Zum Starten die Digital Crown drücken und das mache ich jetzt auch mal. Und dann, dann vibriert das Ganze und meine Apple Watch ist da. Ich kann sie mir jetzt einmal mal anlegen. Das mache ich jetzt auch mal. Normalerweise habe ich das Armband immer andersrum, aber ist auch nicht weiter schlimm. Ich kriege die nämlich auch so dran. So, das ist jetzt meine neue Apple Watch. Total cool. Und jetzt habe ich sie hier am Handgelenk und alle meine Daten sind da. Und was ist auf dem iPhone? Auf dem iPhone sehe ich dann hier, willkommen bei der Apple Watch. Meine Watch, ändere die Einstellungen, Ziffernblätter, Apple Watch Apps und so weiter. Und jetzt seht ihr, ich habe hier auf einmal zwei Apple Watches. Nämlich einmal die Apple Watch von Alper und einmal die Apple Watch von Alper. Einmal die neue, einmal die alte. Das heißt, man kann tatsächlich, ich kann hier so voll krass hier mit zwei Uhren rumlaufen. Oder einfach links und rechts irgendwie. Aber ja, das funktioniert und das ist auf jeden Fall die Möglichkeit, wie ihr eure Apple Watch 6 einrichtet. Total einfach. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und ich hoffe, ihr werdet jetzt genauso ein großer Fan wie ich. Ich bin sehr gespannt, wie es mit der Apple Watch so weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach halt, eine Sache habe ich noch vergessen. Ihr müsst unbedingt nochmal uns einen Daumen nach oben geben, hier so. Und abonniert natürlich den Kanal und drückt die Glocke und ja, vergesst uns nicht. Also jetzt. Tschüss.